Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Allerdings, ja, tatsächlich ein weiteres Video, denn so richtig ganz alleine dafür verantwortlich bin ich an dieser Stelle nicht. Es handelt sich um einen Crosspost. Ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken ein bisschen auf unseren Schulkanal, auf dem ich im Moment eine Videoreihe mit meinem Kollegen Wolfgang Schmidt erstelle. Die Reihe lautet E-Technik beim Schmidt und E-Technik, ja, das ist auch unser Thema, und zwar die Grundlagen. Wir fangen also ganz vorne an bei Spannung, Strom, Widerstand und kämpfen uns dann so ganz langsam nach vorne. Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich ist auch für ITler die Elektrotechnik ein wichtiges Themengebiet, ein wichtiges Feld, denn wenn ihr eine kleinere Schaltung mit einem Raspberry oder sowas aufbaut oder mit einem Arduino oder was auch immer, ja, dann reicht es eben nicht aus, wenn ihr den Code schreiben könnt, sondern dann müsst ihr ja leider Gottes auch irgendwie dafür sorgen, dass nachher die Komponenten miteinander verdrahtet werden, die man so benötigt. Und für solche Sachen ist vielleicht so ein Grundlagenwissen der Elektrotechnik ganz hilfreich. Deswegen schaut doch mal rein. Jetzt hier gibt es heute das erste Video auf die Ohren. Ich werde auch das zweite und vielleicht noch das dritte hier auf dem Kanal hochladen. Allerdings natürlich auch auf dem Schulkanal. Und wenn ihr dann immer noch Bock auf mehr habt und wenn ihr sagt, hey, das ist eigentlich ganz cool, weil hier der Wolle ist echt ein cooler Typ, ja, wenn es euch gefällt, dann schaut doch einfach weiter rein und schaut dem lieben Wolfgang ein bisschen zu. Da gibt es nämlich viel zu lernen. Ja, also ihr Lieben, viel Spaß bei E-Technik beim Schmidt. Haut rein, ciao. Ja, herzlich willkommen bei meiner Videoreihe Grundlagen der Elektrotechnik. Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Ich bin Lehrer an der Staatlichen Technikakademie in Weilburg. Und in dieser Reihe möchte ich euch gern die Elektrotechnik ein wenig näher bringen, euch zeigen, dass Elektrotechnik gar nicht so schwer ist und dazu auch noch sehr interessant. In der Videoreihe beginnen wir ganz am Anfang bei dem atomaren Modell und arbeiten uns dann fort über Spannung, Strom, Widerstand, Reihen, Parallelschaltung, bis hin zu Dioden, Kondensatoren und Spulen. Wenn euch mein Video oder meine Reihe gefällt, lasst mir einfach einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Auch gerne dürft ihr mich verbessern. Aber jetzt starten wir in das erste Video. Ja, jetzt geht's los. Ich habe euch das unterteilt in drei Rubriken. Die wollen wir uns angucken. Als erstes Aufbau eines Atoms. Dann werden wir uns die Elementarladung anschauen. Und dann geht es weiter mit der Spannung. Wie entsteht Spannung? Was ist Spannung? Wo kriegen wir Spannung her? Ja. Die Spannung ist eines der wichtigsten Themen für die zukünftigen Videos. Und wir beginnen jetzt einfach und gucken uns das Ganze mal auf atomarer Ebene an. Was soll das heißen? Wir nehmen ein Atommodell her. In dem Fall ist das das bohrische Atommodell. Das verwenden wir, weil das in den meisten Lehrbüchern für die Schulen auch noch verwendet wird. Ja, da ist ein bisschen Zwiespalt. Also es gibt um einiges bessere Modelle, die halt ein bisschen komplexer sind. Ja, beispielsweise das Orbitalmodell, ja, oder das Kimmel'sche Atommodell mit diesen kleinen Wölkchen außenrum. Aber wir nehmen das, was im Lehrbuch steht, ganz einfach, weil ihr das auch zur Verfügung habt. Ja. Dort schauen wir uns das an, Aufbau von einem Atom, wie sieht das aus? Atom, Atom, was ist das? Eigentlich besteht alles aus Atomen. Ja, alles um uns herum besteht aus Atomen, selbst wir bestehen aus Atomen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an dieser Stelle ein Wasserstoffatom an. Wasserstoffatom bedeutet, wir haben einen Kern und um den Kern auf den Umlaufbahnen, die wir hier links im Bild sehen, dort läuft ein Elektron. Das bedeutet, wir haben einmal einen Kern. Der Kern ist positiv geladen, deswegen mache ich hier mal ein Pluszeichen rein. Und dann haben wir außenrum ein Elektron, das schwirrt irgendwo rum, ja, auf einer Umlaufbahn. Meinetwegen auf dieser Umlaufbahn zeichnen wir das mal ein. Elektronen sind immer negativ, Protonen sind immer positiv. So, jetzt müssen wir uns das alles dreidimensional vorstellen. Das heißt, das schwirrt da außen rum. Ja, das hier ist unser Elektron, das schreibe ich mal hier hin. Elektron, das schwirrt da rum. Wir versuchen das mal ein bisschen zu vereinfachen und machen das zweidimensional. Das bedeutet, jetzt hier rechts im Bild sehen wir wieder unser Proton, unser Kern. Ja, es sind noch keine Protonen. Wir gucken uns den Kern gleich an. Und um den Kern herum, hier schwirrt unser Elektron.
Das Ganze hier, das nennt man auch Hülle. Das ist die Hülle. So, in diesem Kern, das ist der Kern, ist noch ein bisschen mehr drin. Ja? Im Kern sind sogenannte Protonen und Neutronen. Ja? Wie sollen wir uns das vorstellen? Wir zeichnen das einfach mal ein. Und zwar haben wir hier im Kern, ja, der ist positiv, wenn wir uns den jetzt mal hier drüben rausziehen, dann besteht er eben aus Protonen. Ja? Dieser Kern, den ich jetzt zeichne, der gehört nicht mehr zu dem Wasserstoffatom. Wasserstoff hätte da nur ein Kreuz drin, ja, also ein Proton, aber wir haben ja drei. Ich möchte das einfach nur mal vereinfacht zeigen. In diesem Kern sind also Protonen drin und die werden zusammengehalten durch sogenannte Neutronen. Die Neutronen in gleicher Anzahl, die sind hier auch mit drin. Neutronen, die haben keine Ladung oder sowas. Also die haben nicht Plus oder Minus, die sind einfach leer. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ihr einen Magneten zur Hand nehmt, dann habt ihr eine rote und eine grüne Seite. Ja. Wenn ihr die roten Seiten, nehmen wir mal an, ihr habt zwei Magnete, ja, und ihr wollt die roten Seiten genau gegeneinander halten, dann werdet ihr das nicht schaffen. Ne? Da ist eine Kraft dazwischen, die drückt sich auseinander. Das Gleiche haben wir jetzt bei unseren Protonen auch, die drücken sich auseinander. Ja, und damit die eben zusammenbleiben da unten drin, haben wir die Neutronen, die halten das Ganze zusammen, die packen das zusammen. So, dann haben wir außenrum, um diesen Kern, den wir ja hier sehen, haben wir das Elektron. Ja, Elektron schreiben wir uns nochmal auf. Wir haben einmal Elektron. Dann haben wir die roten. Die roten sind unsere Protonen. Und, Moment, da muss ein Plus rein. Dann haben wir noch die grünen. Grünen sind Neutronen. Neutronen. So, und wir gehen erstmal davon aus, dass genauso viele Protonen, also rote, da sind wie Elektronen. Ja. Wir schauen einfach mal ein bisschen weiter, was passiert mit dem Ganzen. Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, naja, aber wenn ich jetzt in der Mitte ein Plus habe, wenn wir uns wieder den Magneten hernehmen, ich habe eine rote Seite und außen habe ich das Elektron, das ist jetzt hier blau, ja, wir könnten das auch grün machen, so wie das quasi beim Magnet ist, und wir halten die zusammen. Ne? Grün und Rot zieht sich an. Ja, jetzt ist aber die Frage, wir haben ja jetzt hier in der Mitte unser Atomkern, das sind lauter Protonen, also positiv geladen, dann haben wir außenrum die Hülle und dort kreist eben ein Elektron. So, jetzt stellt sich die Frage, warum fallen die denn nicht einfach zusammen? Warum fällt denn dieses Elektron hier nicht auf diesen Kern rauf? Weil die ziehen sich doch an, wie Magneten. So, und das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Dieses Elektron hier außen drauf, das bewegt sich mit irgendeiner Geschwindigkeit V über diese Hülle rum. Ja? Das heißt, das kreist die ganze Zeit. So, und was kreist? Das hat eine Kraft nach außen. Das bedeutet, hier geht so eine Kraft nach außen weg. Ja? Das ist die Fliehkraft. Die kennt ihr, wenn ihr im Auto um eine scharfe Kurve fahrt, dann tritt es euch so aus der Kurve raus. Und das haben wir hier eben auch. So, und dieses Elektron, das ist eben nur so weit vom Kern weg, bis sich die zwei Kräfte ausgleichen, nämlich die Anziehung und die Fliehkraft. Ja, so können wir das vereinfacht darstellen. Das reicht für uns in der Elektrotechnik völlig aus. So, wir gehen weiter. Ich habe euch das nochmal hier aufgeschrieben. Wenn ihr euch das nachher ausdruckt, dann habt ihr das zur Verfügung. Wichtig ist nochmal, Neutron, keine Ladung, Proton, positive Ladung, Elektron, negative Ladung. Das Ganze haben wir hier nochmal aufgeschrieben. Jetzt stellt sich natürlich aber auch die Frage, was ist denn, wenn es nicht gleich viele Protonen zu Elektronen sind? Was ist denn dann? Und das habe ich euch hier unten mal aufgezeichnet. Hier unten haben wir ein Lithiumatom. Bei dem Lithiumatom ist es ein bisschen anders. Wir haben dort drei Neutronen im Kern. Dann haben wir drei Elektronen auf den Außenbahnen. Das ist wieder so dreidimensional dargestellt. Das heißt, ich male die jetzt auch mal voll aus. Ja, das ist das erste. Dann haben wir beispielsweise hier das zweite und wir haben hier das dritte. So. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen gleich viele Protonen wie Elektronen. Das bedeutet, hier haben wir noch unsere
drei Protonen drin. Das Ganze ist jetzt nach außen hin, wenn man das von außen betrachtet, ja, hat es nicht Plus oder Minus, sondern es ist ausgeglichen, es ist neutral. So, und wenn wir jetzt hergehen und nehmen dort mal ein Elektron weg, warum auch immer, ist ja erstmal völlig egal, wie das funktioniert, dann haben wir ein sogenanntes Ion. Ionen können negativ oder positiv geladen sein. Ja? Die können negativ oder positiv geladen sein. Und jetzt gucken wir mal, ja, die haben da nochmal zwei andere Namen, nämlich Kation und Anion. Und da ist es ganz einfach so, von dem Atom, das ist das Gesamte, ne, mit der Hülle, wird jetzt quasi ein Elektron abgegeben, Minus, ne, wir ziehen das ab, und daraus besteht dann ein sogenanntes Kation. Kation bedeutet, wir haben jetzt, oh, falsche Farbe, bedeutet jetzt, dass wir auf der Bahn nur noch zwei Elektronen haben, aber drei Protonen. Ja? Das heißt, das Kation ist jetzt nach außen hin positiv geladen. Ja, positiv. So, und dann haben wir das Anion. Das Anion ist quasi entgegengesetzt. Wir fügen ein Elektron hinzu. Das heißt, wir haben dann auf der Ebene zwei und dann haben wir auf der nächsten Ebene, auf der nächsten Hülle, haben wir auch nochmal zwei. Das heißt, jetzt haben wir mehr Elektronen als Proton und das Ganze ist jetzt negativ geladen. Ja, also beides ist jetzt ein Ion, ja, und das eine können wir eben als Kation, das andere als Anion bezeichnen. So, also nochmal kurz zusammenfassend. Wir haben Aufbau Atomen, wir haben Protonen, wir haben Elektronen, das Ganze zieht sich an, ne, fällt aber nicht aufeinander, weil das Elektron durch Fliehkraft nach außen weggeschoben wird. Dann haben wir Umlaufbahnen, Hüllen, ja, wo sich diese Elektronen drauf befinden. Und je nachdem, ob wir mehr Elektronen als Protonen haben oder andersrum, haben wir eben ein sogenanntes Ion. Das heißt, das Ganze ist nicht gleich ausgeglichen und wir haben nach außen hin entweder positive oder negative Ladung, die wir dort sehen. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was dieser Begriff Ladung überhaupt bedeutet. Ja, wir fangen da an bei der Elementarladung. Jedes Teilchen besitzt eine sogenannte Ladung, egal ob das jetzt Proton oder Elektron ist. Achtung, das Neutron hat keine Ladung. Ja. Proton und Elektron besitzen eine Ladung. Diese Ladung wird in Coulomb angegeben und dort haben wir die Elementarladung, die haben wir hier stehen. Das ist 1,602 mal 10 hoch minus 19. Ja. Also ganz, 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 ganz klein. Ja. Die Protonen haben dabei ein positives Zeichen und die Elektronen haben ein negatives Zeichen. Und anhand der Anzahl mit Protonen und Elektronen können wir eben berechnen, was wir für eine Ladung haben. Ja, das Ganze kann man natürlich berechnen, ist ja immer so, in der Elektrotechnik können wir alles irgendwie mit einer Formel beschreiben. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, wir können die Ladung durch die Anzahl der Elementarladungen beschreiben. Das schreiben wir uns mal auf. In der Formel sieht es nämlich ganz anders aus oder ganz einfach aus. Dort haben wir Q ist gleich N mal E. Ja, ich habe jetzt an die Seite auch schon mal hingeschrieben, Q ist die Ladung. Dann haben wir Anzahl der Elementarladung, also wie viele Elektronen oder wie viele Protonen, je nachdem, was wir zählen wollen, ist vorhanden. Und dann eben die Elementarladung. Elementarladung bleibt immer gleich. Ja, das ist unsere 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Mit dem Unterschied Plus oder Minus. Da müssen wir dann mal gucken. Ja, ich habe da einfach mal ein Beispiel aufgeschrieben. Anhand dessen können wir uns das mal angucken. Also aus wie vielen Elektronen besteht die negative Ladung ein Coulomb. So, in dem Text steht schon drin, aus wie vielen Elektronen, das heißt, wir suchen die negativen Teilchen, besteht die negative Ladung. Also wir haben eine negative Ladung, das heißt, es sind Elektronen. Wenn es eine positive Ladung wäre, dann hätten wir Proton. Wir haben also negative Ladung. Das heißt, an der Stelle können wir rechnen, Q ist gleich N mal E. Und das Ganze müssen wir jetzt umstellen, also Formel umstellen. Das kann ich auch in einem extra Video nochmal zeigen, wie das funktioniert. Formel umgestellt nach N ist gleich Q durch E. Jetzt können wir die ganzen Werte einsetzen. Das heißt, wir haben hier dieses minus 1 Coulomb. Ja, warum schreibe ich da jetzt Minus hin? Ist eine negative Ladung.
weil es handelt sich um Elektronen. Ihr werdet gleich sehen, warum man das Minus hinschreiben muss. Wenn ich das jetzt teile und schreibe jetzt hier meine Minus 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb hin, das ist eine 9, dann kürze ich einmal das Coulomb weg, ja? Das Minus kürze ich weg und dann kommt eine positive Zahl raus, weil wir wollen ja auch eine Anzahl haben, eine Anzahl von Elektronen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt ausrechnen, dann steht dort 6,242 mal 10 hoch 18. Ja, also eine mächtig große Zahl an Elektronen haben wir schon für einen Coulomb. Ja, jetzt werdet ihr sagen, was ist denn dieses Coulomb? Habe ich das denn irgendwo schon mal gehört? Ihr habt es so wahrscheinlich als Coulomb noch nicht gehört, aber als Amperestunde, zum Beispiel auf einer Autobatterie, da habt ihr das schon mal gehört. Oder zum Beispiel, also wie gesagt, Autobatterieangabe in einer Amperestunde. Ja, wir errechnen hier in Ampersekunde, also ein Coulomb. Hier oben habe ich das hingeschrieben, ist eine Ampersekunde. Das heißt, wir müssten jetzt die Stunde noch in die Sekunde umrechnen und so weiter und so fort. Und ganz einfach, dass wir das verstehen, habe ich da mal das Beispiel gemacht mit der Batterie. Also wir haben eine Batterie mit einer Ladung von einer Amperestunde. Und wie viele Elektronen stehen hier für den Ladungstransport zur Verfügung? Ja, also diese Elektronen, die transportieren die Ladung. Und wir wollen jetzt berechnen, wie viele Elektronen stehen denn da zur Verfügung? Ja, und jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist denn eine Amperestunde überhaupt? Eine Amperestunde sind ja auch gleich 3600 Ampersekunden. Wenn wir das jetzt umrechnen, mal 60 und so weiter und so fort, kommen wir hier auf 3600 Ampersekunden und das ist eben gleich unser Q. So, und jetzt nehmen wir einfach die Formel, die wir oben stehen haben. N ist gleich Q durch E und schreiben dort unsere 3600 Ampersekunden hin, geteilt durch 1,602 mal 10 hoch minus 19. Dort wäre es ja eigentlich auch ganz schön, wenn wir die Einheit dazu schreiben. Wir schreiben aber jetzt nicht Coulomb, sondern wir schreiben Ampersekunde. Also Ampersekunde. So, und jetzt seht ihr schon, Ampersekunde, das kürzt sich hier raus. Das heißt, dort bleibt was übrig, was einheitslos ist. So, und was ist einheitslos? Zum Beispiel eine Anzahl. Wenn wir das Ganze jetzt in den Taschenrechner eintippen, kommt hier 2,24 mal 10 hoch 22 raus. Das ist unser Ergebnis. Das heißt, so viele Elektronen haben wir jetzt quasi in unserer Batterie, um eine Amperestunde leisten zu können. So, und das wird natürlich immer größer, je höher da die Amperestunde ist. So, das dazu. Im nächsten Blatt schauen wir uns jetzt an, wie Spannung funktioniert. Das bedeutet, wir wollen uns mal angucken, wie entsteht Spannung überhaupt. Das heißt, wir sind jetzt hier beim dritten Punkt angelangt, bei dem wir uns die Spannung angucken. Und bei der Spannung ist es eigentlich relativ einfach. Wir kommen zurück auf das Atommodell, was wir verwenden. Und dieses Atommodell hilft uns dabei, die Spannung zu verstehen. Ja, und die Spannung ist relativ einfach zu erklären. Wir haben wieder unsere Protonen und wir haben unsere Elektronen. Jetzt ist hier eingezeichnet. Elektron ist natürlich immer negativ geladen. Das haben wir eben schon erklärt. So, und diese zwei, die befinden sich ja jetzt hier in einem Abstand, was weiß ich, S. So, wir haben gesagt, das Elektron bleibt da stehen, weil das hat Fliehkraft nach außen und hat die Anziehungskraft an den Kern ran. So, und jetzt wollen wir Ladung trennen. Moment, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Ladungen, wir haben die Elementarladung, einmal im Elektron, einmal im Proton und die wollen wir trennen. Und das machen wir jetzt ganz einfach. Wir stellen uns mal vor, dass wir diese Kräfte zwischen diesem Elektron und dem Proton als Gummiband darstellen. Wir machen hier ein Gummiband dazwischen. Ne? Das ist jetzt gerade so annähernd gespannt, das heißt, Elektron dreht sich herum, das ist gespannt, es bleibt auf Position. So, und jetzt gehen wir her und wir nehmen das und wir ziehen das Gummiband auseinander. Das bedeutet, wir haben jetzt das Elektron entfernt von unserem Proton. Ich zeichne das mal hier ein. So, und jetzt ist natürlich unser Gummiband extrem gespannt. Ja, ich schreibe das hier nochmal dran, dass das ein Gummiband ist. Das ist das Gummiband. Ja,
Wir haben die Kraft aufgewirkt, Kraft, um das auseinanderzuziehen, die können wir auch nochmal einzeichnen. Eine Kraft F. Und wir ziehen das auseinander. So, um das Ganze auseinanderzuziehen, muss ich mich anstrengen. Ja, das ist schwere Arbeit. Das heißt, ich muss dort auch Arbeit aufbringen. Ja, und diese Arbeit, wie auch immer, ne, mit Energie und so weiter, ist ja jetzt irgendwo in diesem Gummiband gespeichert. Das heißt, die ist jetzt nicht verloren gegangen, ja, sondern wir haben hier an dieser Stelle die Ladung getrennt und die Energie ist im Gummiband gespeichert. So, und der hier, der will ja wieder zurück. Das heißt, der will wieder an die gleiche Position zurück, wo er vorher war. Und das nennt man ein Ausgleichsbestreben. Ja? Und zwar will dieses Elektron immer zurück zum Proton. Das Proton, das bleibt stehen. Ja? Das bleibt da einfach stehen. Oder der Kern. Ja? Wir können auch Kern sagen, jetzt wenn wir mehrere Protonen haben, mit Neutronen und so weiter, möchte immer wieder zurück zu seinem Gegenstück. So, und das Ganze nennt man Spannung. Also, und zwar die Arbeit, die ich benötigt habe, um eine bestimmte Menge an Ladung zu trennen. Ja, das bedeutet, wenn wir das jetzt mal in der Formel aufschreiben wollen, wir lassen uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Wir haben eine Spannung U und U ist gleich, naja, die Arbeit, die ich brauche pro Ladung. Das heißt, Arbeit W pro Ladung Q, um das Ganze auseinanderzuziehen. So. Und diese Spannung, ja, wenn wir die Ladung getrennt haben, die besteht, die bleibt auch bestehen und die können wir verwenden. Ja. Wie wir die verwenden können, sehen wir im nächsten Video, wenn wir uns den Strom angucken. Ja. So, gucken wir uns das nochmal an, wenn ich jetzt diese Ladungen voneinander getrennt habe, wie könnte das aussehen? So, und das sehen wir hier links im Bild. Dort habe ich das mal aufgezeichnet, da sind ganz viele Elektronen, ganz viele Atomkerne oder Protonen, je nachdem wie wir es wollen, positive Ladungen eben. Und hier zwischen, ja, haben wir ein sogenanntes Ausgleichsbestreben. Ja, und zwar will jedes Elektron hier wieder auf die andere Seite kommen. Ja, dort herrscht also Spannung. Ja, ihr könnt euch das vorstellen, wenn wir uns jetzt zwischen jedem Elektron und Proton so Gummiband vorstellen, das spannt ganz schön. Und das ist unsere Spannung. Ja, das Ganze haben wir auch nochmal aufgeschrieben, damit ihr das für später zur Verfügung habt. So, und wie kann man jetzt diese Spannung erzeugen? Da kennt ihr mit Sicherheit alle schon so ein bisschen was. Also ich kann einmal das Ganze durch Induktion erzeugen. Also ich lasse irgendwo einen Strom fließen, es entsteht Induktion. Wir können aber auch wie eine Batterie chemische Reaktionen dafür verwenden. Wir haben Wärme. Durch Wärme können wir auch Spannung erzeugen. Licht und Druck. Ja, das sind die Möglichkeiten. Und ja, wenn ich eben solche Spannungen erzeuge, Ladung trenne, das nannte man das Ganze Spannungsquelle. Und die verwenden wir später für unseren Stromfluss. Dort brauchen wir eine Spannungsquelle. Was ist eine Spannungsquelle? Naja, beispielsweise eine Batterie. Also, wir fassen das nochmal kurz zusammen. Aufbau eines Atoms, bohrisches Atommodell. Wir haben einen Kern, wir haben außenrum ein Elektron, was dort rumkreist. Die beiden ziehen sich an, fallen aber nicht aufeinander, ne, weil das Elektron dreht sich mit Fliehkraft nach außen. So. Jedes von diesen Teilchen hat eine Elementarladung, die ist fest, das ist eine Konstante und mit der können wir eben berechnen, wie viel Ladung halt in dem Bereich vorliegt. Also wenn wir ganz viele Elektronen an einer Stelle haben, dann können wir berechnen, ja, was haben wir denn da für eine Ladung. So, Spannung entsteht eben dadurch, dass wir Elektronen wegnehmen von unseren Atomrümpfen, so nennt sich das Ganze auch. Wir ziehen die quasi weg mit unserem Gummiband und dadurch müssen wir Arbeit aufwenden, die Arbeit wird gespeichert und die Spannung entspricht eben der Arbeit pro Ladung, die wir benötigen, um das Ganze voneinander zu trennen und so erzeugen wir eine Spannung. Spannung können wir auf verschiedene Arten erzeugen, beispielsweise durch Licht, durch chemische Reaktionen, durch Druck und so weiter und so fort. Ja, das war's. Wenn ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge, möglicherweise auch Kritik habt, dann lasst mich das wissen, am besten mit einem Kommentar. Gerne könnt ihr mir einen Daumen hoch da lassen und wenn es euch gut gefallen hat, ihr mehr Videos sehen wollt,
dann wartet einfach auf die kommenden Videos oder schaut bei uns in der Akademie vorbei. Wir haben immer Plätze frei und schaltet wieder ein, wenn es heißt E-Technik beim Schmidt.